Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch nochmal einen Giftcast of Friends Glitch zeigen. Für diesen Giftcast of Friends Glitch müsst ihr euch einen Job markieren. Die Jobmarkierung werdet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung finden. Habt ihr euch den Job dann markiert, müsst ihr dann einmal die Markierungsoptionen auf einstellen, so dass die ganzen Jobs angezeigt werden. Das macht ihr einfach, indem ihr das Interaktionsmenü öffnet. Dann geht ihr auf Markierungsoptionen, dann geht ihr runter auf Jobs und dann müsst ihr einmal die Stuntrennen auf einstellen. Und ja, ebenso braucht ihr halt noch die Hilfe von einem Freund. Ihr und euer Freund braucht eine MOC. Ihr müsst in eurer MOC ein MK2-Bike drin stehen haben, das ist ganz wichtig. Fordert einfach eure MOC einmal an. Euer Freund fordert auch seine MOC an, das Auto, was er euch geben will. Haben wir das dann gemacht, dann vergeben wir uns einmal verglitschen. Dafür begeben wir uns einmal ins Penthouse. Dort im Penthouse angekommen, seht ihr so eine blaue Markierung an der Wand. Das ist auf jeden Fall schon die Jobmarkierung. Und wenn ich jetzt mal ins Interaktionsmenü öffne, dann auf Markierungsoptionen gehe, auf Jobs, dann runter auf Open Wheel Rennen, ausblenden, dann ist die Markierung weg, anzeigen, ist sie wieder da. Ist auf jeden Fall perfekt. Wir begeben uns einfach zum Ausgang, so dass wir die Meldung bekommen. Gehen runter auf Music Locker. Und was wir jetzt machen ist, wir drücken jetzt X und spammen Steuerkreuz nach rechts. Entweder werdet ihr dann sofort durch die Map buggen oder ihr werdet jetzt, wie bei mir der Fall ist, erst im Jobmenü landen. Das ist auch überhaupt kein Problem. Sobald wir im Jobmenü angekommen sind, einfach den Job verlassen. Dann werdet ihr sehen, dass wir durch die Map buggen. Ist auf jeden Fall perfekt. Wir begeben uns dann jetzt wieder zu unserer MOC. Wir schnappen uns zunächst irgendein NPC-Auto mit einem ja, möglichst großen flachen Dach, parken das Auto einmal hinter unsere MOC, schnappen uns dann das MK2-Bike. Fliegen dann auf das Auto drauf. Dann drücken wir Steuerkreuz nach rechts, dann wird das Auto verschwinden, das ist auf jeden Fall perfekt. Als nächstes steigen wir einmal ab, dann öffnen wir das Interaktionsmenü, dann gehen wir auf Fahrzeuge, persönliches Fahrzeug einlagern. Als nächstes bestellen wir uns irgendein Auto aus irgendeiner Garage, was wir nicht mehr benötigen. Falls ihr kein Auto mehr habt, was ihr nicht mehr benötigt, dann ja, holt euch einfach einen kostenlosen Energy. Einfach anfordern. Jetzt warten wir einmal, bis das Auto geliefert wird. Das Auto wurde geliefert, perfekt. Jetzt begeben wir uns zu dem Auto, was wir für unseren Freund ziehen wollen. Wir steigen einmal in das Auto ein. Sobald wir eingestiegen sind, begibt sich unser Freund in seine MOC. Sobald der Freund dann in seine MOC angekommen ist, schickt er uns dann einmal eine Einladung. Die Einladung werden wir annehmen. Nun werdet ihr feststellen, dass ihr jetzt einen unendlichen Blackscreen bekommt. Und ja, um da jetzt rauszukommen, gehen wir einmal ins PSN-Menü. Dann gehen wir in die Einstellung auf Netzwerk. Einmal kurz die Netzwerkverbindung trennen. Einmal den Haken kurz rausmachen, wieder reinmachen. Dann werden wir in den Story-Modus geladen. Ja, vom Story-Modus aus starten wir einfach irgendeine Sitzung. Und wenn wir jetzt in der Open Lobby angekommen sind, werdet ihr sehen, dass wir jetzt das neue Auto von unserem Freund haben. Ja, wenn ihr jetzt das nächste Auto ziehen wollt, dann wiederholt einfach die gleichen Schritte von vorne. Und ja Leute, das war es auf jeden Fall schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.